Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik und zum Hilbert-Kalkül. Wir machen weiter mit dem Axiom 4 und 5. Also ich werde jetzt hier keine lange Einleitung produzieren, denn ihr solltet das erste Video zum Hilbert-Kalkül auf jeden Fall schon kennen, wenn ihr hier weitermachen wollt. Okay, also Axiom 4. Ihr wisst noch, Axiome sind immer wahr und wir wollen zeigen, dass die immer wahr sind. Also, verdammt, das war's Falsche. Jetzt aber. Also dieses Mal endlich mit einem Allquantor. Für alle x gilt die Formel f. Die Formel f hat dann irgendwo in sich dieses x drin und benutzt es sozusagen. Also wenn das gilt, dann gilt auch Folgendes. Und zwar, ich ersetze x durch t in f, dann gilt das auch. Wobei gelten muss, dass x durch t ersetzen kollisionsfrei für f ist. So, das ganze Ding nennt sich Instanzierung. Das ist jetzt nicht wirklich irgendwie eine besondere Sache, das ist relativ leicht zu sehen. Das bedeutet nichts anderes als Folgendes. Wir brauchen hier gar nicht diese Implikation eigentlich genauer angucken. Wir reden jetzt einfach nur darüber. Das sieht man eigentlich direkt schon. Und zwar, wenn f für alle x gilt, also f hat dann irgendwo in sich ein x stehen. Wenn f für alle x gilt, dann darf ich ein x oder dann darf ich dieses x in f durch ein beliebiges t ersetzen, was allerdings kollisionsfrei in f sein muss. Kollisionsfrei haben wir schon geklärt, was das bedeutet. In dem Fall mit t würde jetzt bedeuten, dass es in f keine Variable namens t gibt, damit das eindeutig bleibt. So, und dann ist das auch wahr. Also wenn das Ganze kollisionsfrei ist und so weiter und diese Formel hier für alle x gilt, dann darf ich irgendwas für x einsetzen. Das könnt ihr euch so vorstellen. Sagen wir mal für die Programmierer unter euch. Wenn wir irgendwas haben, for each var x gilt oder initialisiere ich ein Array mit x gleich 0, dann gilt für alle x, also var x in, das ist übrigens Pseudocode, also nicht irgendwie eine spezielle Sprache oder sowas, var x in f, ja? Dass wir auch dieselbe Dings haben. F könnte jetzt zum Beispiel eine Liste sein und oder ein Array und ich setze einfach jedes x auf 0, dann bedeutet es, dass für alle x gilt, dass f von x 0 ist, ja? Und dann darf ich auch für mein x irgendeine spezielle Variable raussuchen, zum Beispiel f an der Stelle 2. Und f an der Stelle 2 ist dann immer noch 0, denn es ist ja genau so, dass es für alle x gilt und dann gilt es auch für diese spezielle 2, okay? Das ist eigentlich relativ intuitiv, kann man sich schon fast denken. Kommen wir zu Axiom 5, das eigentlich letzte Axiom, dann gibt es nur noch zwei Regeln und dann sind wir durch. Also, für alle x gilt f impliziert g, dann gilt auch für alle x, dann gilt auch, dass f, ups, die Klammer sollte ich vorher machen, f impliziert. Nein, das war das Falsche. Für alle x g. So. Was das bedeutet, ist, ich darf mein Allquantor mit dem x verschieben. Achtung, x darf allerdings hier nicht in den freien Variablen von f vorkommen, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Also, wenn f impliziert g für alle x gilt, also für alle x, die ich überhaupt nur einsetzen kann, gilt, wenn f gilt, dann gilt auch g. Dann darf ich das auch so sagen, ich habe ein spezielles f, das zum Beispiel jetzt genau an Stelle 2 gilt und es gilt noch für alle x g. Denn ich darf hier für f alles einsetzen und es gilt noch g. Das sagt mir der linke Teil hier, ich darf in f jedes mögliche x einsetzen, dann gilt auch g von x. Also gilt es auch für ein ganz spezielles f, was ich mir aussuchen darf. Dann gilt, wenn.
Also gilt auch noch für ein ganz spezielles f diese Formel g für alle x. Okay? Also das könnt ihr euch so vorstellen. Für alle x gilt, und zwar x oder y impliziert x oder, wo kommt da nichts? Oder z. Sowas in der Art. Dann wissen wir, für alle x können, also das heißt, wir können hier 0 oder 1 einsetzen. Das bedeutet, wenn der linke Teil der Gleichung wahr ist, muss der rechte Teil der Gleichung wahr sein. Da wir keine Aussage über z haben, können wir einfach sagen, z ist 1. Also jetzt mal zur Einfachheit halber. Wenn der linke Teil der Gleichung gilt, gilt der rechte Teil der Gleichung und zwar für alle x. Das heißt, y kann 0 sein, y kann 1 sein, es ist völlig egal. Diese Aussage hier ist immer wahr. Und wenn diese Aussage wahr ist, dann gilt auch f impliziert, jetzt mache ich hier wieder eine Klammer drum, für alle x g. Also x oder y impliziert, dass für alle x, also für ein spezielles x hier jetzt, das ist jetzt nicht mehr für alle x, sondern es ist nur für ein x. Hier kann jetzt eine 0 oder eine 1 stehen, aber es muss nicht für beide gelten. Das heißt, wenn ich hier eine 0 reinschreibe, dann muss die rechte Seite immer noch gelten. Ja, aber die rechte Seite war ja gerade x oder 1. Und hier kann ich für x einsetzen, was ich möchte. Es wird immer wahr. Das besagt es im Prinzip, wenn die linke Seite für alle x gilt, dann und dann die rechte Seite gilt. Nee, Moment. Wenn gilt, wenn links dann rechts, also wenn f dann g und das für alle x, dann gilt auch für ein spezielles f, dass es für alle x gilt, dass g ist. Okay? Bisschen komplizierter. So, und jetzt will ich euch noch zwei Regeln zeigen. Das sind wahrscheinlich, oder das erste ist wahrscheinlich die erste oder die wichtigste Regel von allen, und zwar der Modus Ponens. Der Modus Ponens, Achtung, Regeln sind jetzt ein bisschen komplizierter. Die gelten nicht immer, die gelten nur, wenn irgendwas schon gilt. Also, wenn f und g gelten, ich schreibe das mal hier in die nächste Zeile, wenn f gilt und f impliziert g, wenn die beiden Regeln gelten, und jetzt macht man hier so einen komischen Strich hin, eigentlich sollte der auf dieselbe Ebene gehen, aber das schaffe ich leider nicht. Wow, okay, cool, gefällt mir. Finde ich gut. Dann gilt auch g. So, was das bedeutet, ist folgendes. Wenn f gilt und wenn f impliziert g gelten, dann gilt auch g. Naja, ist ja irgendwie klar. Sonst wäre das hier ein Schwachsinn. Also f ist wahr. Das ist der Fall hier, dass das hier nicht wahr ist. Naja, dann muss auch g gelten. So haben wir ja gerade die Implikation definiert. Und wenn wir wissen, dass f wahr ist, dann bleibt uns nur noch als Möglichkeit, dass g wahr ist. Und das steht quasi hier. Das heißt, wenn diese Sachen hier oben wahr sind, dann ist das hier unten auch wahr. Mehr sagt es nicht aus. Das ist der berühmte Modus Ponens. Ist eigentlich relativ trivial. Wenn f gilt und f impliziert g, ist eine wahre Aussage, dann gilt auch g. Und dazu braucht man dann halt eben diese Axiome hier oben. Also wir sagen zum Beispiel, wir sagen f ist, es regnet, und g ist die Aussage, die Straße ist nass, dann wissen wir, f impliziert g, also wenn es regnet, ist die Straße nass, ist eine wahre Aussage. Also wissen wir, wenn f gilt, also es regnet, dann ist die Straße nass. Das ist im Prinzip die Anwendung von der Implikation, was anderes ist es nicht. Okay, und dann gibt es noch die Generalisierung. Ich schreibe den Modus Ponens hier übrigens auch nochmal kurz aus, damit ihr wisst, was das bedeutet oder was es ist, wie man schreibt. Generalisierung. So, die Generalisierung sagt, wenn f gilt, ich krieg's wieder hin, voll geil.
Wenn f gilt, dann gilt auch für alle x f. So, das kommt einem jetzt erstmal ein bisschen bescheuert vor. Aber im Prinzip bedeutet das, wenn wir eine Formel haben, in der f vorkommt, also sagen wir mal, es ist x oder y, in dem Fall x als Variable und y als Konstante, dann, wenn diese Formel als geltend angenommen wird, also wenn ich sage, diese Formel gilt, dann bedeutet das, dass sie für alle x gilt, und zwar für 0 und für 1. Und nicht irgendwie nur für eins davon, sondern es ist eine Variable, es ist extra gewählt als Variable und nicht als Konstante. Und deswegen gilt diese Formel, wenn sie gilt, wenn sie wirklich allgemeingültig ist, dann gilt sie für alle Variablen. Haben wir eigentlich die ganze Zeit schon so angenommen, ist eigentlich auch instinktiv so ein bisschen da, aber wir haben es noch nie so aufgeschrieben. Und das sind im Prinzip alle Regeln, die wir brauchen, um jetzt etwas beweisen zu können. Und mit diesen ganzen Dingern können wir jetzt einiges machen. Und genau das möchte ich im nächsten Video mit euch machen. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr seid durchgestiegen, was ich euch sagen wollte. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.